Name ist Jenny Henke, ich bin kuratorische Assistentin im Westfälischen Kunstverein. Ach, genau. Und ich bin Franziska Kunze, ich vertrete gerade die Abteilung Gegenwart im LWM-Museum für Kunst und Kultur. Und zusammen machen diese beiden Institutionen ein Kooperationsprojekt, das heißt Radar. Und das ist eine Ausstellungsreihe, die gibt es seit 2015 bereits. Initiiert wurde das Projekt Radar 2015 von den Leiterinnen der jeweiligen Abteilung bzw. Institution, Christina Schepanski als Leiterin und Direktorin des Westfälischen Kunstvereins auf der einen Seite und Dr. Marianne Wagner als Leiterin der Gegenwartskunst des Landesmuseums auf der anderen Seite. Es geht darum, jungen Kunstschaffenden eine vielleicht erste Bühne zu geben, auf der sie sich ein bisschen auch ausprobieren können. Also es ist durchaus auch darauf angelegt, dass sie sich austesten können. Das ist sehr wichtig und bekommen dann diese Möglichkeit, sich öffentlich dann einmal zu präsentieren, schon in einem musealen oder eben auch in der Kombination Kunstvereinskontext. Wir sind ja sehr umtriebig, also sowohl wir Kuratorinnen von Kunstverein und Museum. Also wir schauen uns die Rundgänge an, wir gucken, was hat der Nachwuchs in Münster, aber auch drumherum zu bieten. Gleichzeitig werden uns vielleicht auch junge Kunstschaffende vorgeschlagen, die sich qualifizieren würden. Der Name der Ausstellungsreihe, also Radar, spielt eigentlich auch auf diesen Auswahlprozess an. Also beide Institutionen und mit ihren Kuratorinnen, die die Reihe betreuen, werfen quasi in die Mitte, was ihnen auf dem Radar erschienen ist, sei es bei zum Beispiel Rundgängen von Kunstakademien oder auch Bewerbungen, die eingegangen sind, Positionen, die ihnen auf Messen oder auf Reisen aufgefallen sind. Wir wollen natürlich eine Vielfalt abbilden, also dass sich die Positionen nicht allzu stark wiederholen und dass wir viele verschiedene Facetten von dem aktuellen Kunstgeschehen abbilden können. Wenn die Künstlerinnen und Künstler im Westfälischen Kunstverein vor der Ausstellung in einem Museum irgendwann mal stehen, so könnte man sagen, ist Radar eigentlich noch vor einer Ausstellung im Kunstverein. So wie es auf der künstlerischen Ebene fördern soll, dass junge Künstlerinnen und Künstler ihre Sachen zeigen können und sich ausprobieren können, so ist es auch auf der kuratorischen Ebene so. Im aktuellen Fall sah das beispielsweise so aus, dass ich als Leiterin der Abteilung Gegenwart im Museum das gemeinsam mit einer unserer Volontärinnen realisiert habe, wo sich dann unsere Volontärin Luisa Walter auch sehr stark eigenverantwortlich einbringen konnte.